So könnt ihr vorgehen, wenn euer Fahrzeug angefahren wurde. Und zwar, wenn es am Parkplatz passiert ist, eventuell in der Nähe bei Geschäften nachfragen, ob jemand diesen Schaden gemeldet hat. Wenn es nicht der Fall ist, könnt ihr bei der Polizei das Gleiche erfragen. Wenn dort auch nichts bekannt ist, bei eurer Versicherung anrufen und mit eurem Berater das besprechen. Wegen Kasko, Vollkaskoversicherung, ihr habt auch noch eine Selbstbeteiligung. Deswegen, je nachdem, wie schlimm der Schaden ist, hier ist der Schaden jetzt nicht so schlimm. Bin mir sicher, ich kann den herauspolieren, dass man es nicht mehr so sieht. Und deswegen habe ich mich auch, bin ich dann so verblieben, dass ich den Schaden rauspoliere. Denn ich hätte als erster die Selbstbeteiligung bezahlen müssen und wäre dann noch rückgestuft worden. Also hätte ich dann noch jeden Monat mehr Versicherung bezahlen müssen. Somit ist es günstiger, wenn ich hier versuche, das rauszupolieren. Man sieht die Kratzer oben fast gar nicht mehr, unten noch ein wenig, je nachdem wie das Licht drauf scheint. Je nachdem, wo der Schaden ist, nochmal kontrollieren dann, wenn der Motor läuft, ob alle Sensoren funktionieren, ob hier kein Fehlsignal ist. Denn an der Stelle ist auch noch der Sensor für den Totwinkelwarner. Der könnte beschädigt worden sein. Aber in diesem Fall passt alles und der Einparksensor ist auch noch intakt.